ich würde gerne meinen Sohn hier vorstellen. Ach, hallo Claudia. Vorstellen. Ich dachte, du hattest heute frei. Habe ich auch, aber naja, du weißt ja, wie das ist. Kinder, die machen ganz gerne mal Unfug. Hey, so, ich habe gar keinen Unfug gemacht, Mama. Julian, du bist jetzt mal still. Ach, du musst Julian sein. Ja. Genau, das ist der kleine Julian. Und Julian hat sich vermutlich den linken Arm gebrochen. Dann nimm doch noch mal Platz im Wartezimmer. Herr Doktor hat noch keine Zeit, das dauert noch ein paar Minuten. Dankeschön. Mama, musst du überall rum erzählen, dass ich Unfug mache? Ich mache doch gar keinen Unfug. Ich bin doch immer ganz brav. Julian, es ist, wie es ist. Du bist mit den Skiern die Treppe runter. Ja, und wer hat die Skier gekauft? Ich oder du? Jetzt hör mal auf. Oh, Mama. Oh, Mama, wie voll das ist. Oh, Mann, wir müssen bestimmt voll lange warten heute. Ach, Julian, du musst dich nur etwas gedulden. Mann, seid ihr auch alle krank? Hallo, ich bin Katrin. Ich bin auch krank. Ja, ich bin Julian. Was ist denn passiert? Oh, du hast ja voll viel Pflaster. Ich bin mit dem Fahrrad hingefallen. Mit dem Fahrrad? Und Mama hat mir schon überall Pflaster drauf gemacht, aber es tut alles so weh. Wir wollen das mal kontrollieren lassen hier, also bei meinem Kinderarzt. Also ich bin mit Skiern gefahren. Und zwar die Treppe runter. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Bei dir sieht man gar nichts. Bist du überhaupt krank? Ja, natürlich. Ich bin gefallen. Meine Mama sagte, ich habe mir vielleicht meinen Arm gebrochen. Zeig mal, ist der blau? Weiß ich nicht. Nein, der ist noch nicht blau, glaube ich. Aber der ist schon ein bisschen dick geworden. Du willst doch sicher noch nicht in die Schule. In die Schule? Nein, ich gehe noch gar nicht in die Schule. Ich bin in der Kita. Kann ich? Ich bin schon in der ersten Klasse. Ja und? Mama, ich muss auf Klo. Schon wieder? Ja, schon wieder. Ich weiß, wo die Toiletten sind. Soll ich dir die zeigen? Ja, klar, kannst du machen. Julian, wenn du Hilfe mit deiner Hose brauchst, dann kann ich sie dir dann auch aufmachen. Mama, nein, brauchst du nicht. Ich krieg das schon selber hin. Na gut. Katrin, komm, wir gehen. Hey Julian, hier sind die Toiletten. Warte. Ich habe was viel Cooleres entdeckt. Musst du nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Guck dir das mal an. Oh, wow. Rollstühle. Ja, die können wir benutzen. Damit können wir rumfahren. Die sehen ja cool aus. Ach, die sind ja super cool. Ganz rund und extra für Kinder. Ja, und die sind auch nicht reserviert oder so. Ich glaube, mit denen kann man hier fahren. Ich glaube, die stehen hier so rum, damit man damit fahren kann. Bestimmt. Wollen wir? Ja, komm, wir machen ein Rennen. Die Plätze... Fertig? Stopp. Katrin, stopp. Was ist denn los, Julian? Ja, wir können gar kein Rennen fahren. Weißt du, wieso? Warum denn? Mein Arm. Ich kann doch nur mit einem Arm fahren. Das geht sonst. Das geht nicht. Ich werde hier die ganze Zeit dann ja nicht nach vorne fahren, sondern nur, ja... Ach, nachher stoßen wir noch zusammen. Ja, genau, das meine ich. Kannst du mich vielleicht anschieben? Danach schiebe ich dich auch an. Mit einem Arm halt. Einverstanden. Und los! Hier kommt Julian Rakete. Ab ins Wartezimmer. Und Katrin, halt, stopp! Um Himmels Willen! Aua! Julian, was hast du dir nur dabei gedacht? Mama! Los, steh auf! Oh, ich kann nicht! Oh nein! Julian, jetzt lass den Quatsch! Steh endlich auf! Mama, das geht nicht! Ich kann nicht aufstehen! Was ich muss hier liegen bleiben! Warum stehst du nicht auf? Simulierst du? Nein, natürlich nicht! Oh Mann! Was ist denn los, Julian? Oh, mein Arm tut weh, mein anderer Arm! Oh, Mama, ich kann nicht aufstehen. Was ist denn? Oh, mein anderer Arm tut auch voll weh. Oh nein. Julian, setz dich erstmal hier in den Rollstuhl rein. Na, schon wieder? Da falle ich bestimmt wieder runter. Nein. Nein, ich schiebe dich. Oh, Mann, ey. Claudia, was ist denn los? Wart ihr schon dran? Ach, wir hatten hier gerade einen kleinen Unfall. Julian... Kleiner Unfall, Mama? Das war ein riesiger Unfall. Julian ist mit dem Rollstuhl hingefallen und jetzt tut ihm der ja, andere Arm ja, auch noch aber, weh. Ja, aber das war unvermeidlich, das ging nicht anders. Also wir mussten mit den Rollstühlen fallen, das ging sonst nicht anders. Dann komm jetzt mal mit, dann kommt ihr jetzt erstmal vor. Ich glaube, das ist gerade ziemlich akut. Ja, Julian, beide Arme gebrochen. Oh nein! Ach, wobei, dann, Mama, muss ich dann in die Kita eigentlich? Julian, das wird jetzt so richtig schwierig für dich. Ich Wieso? Ich kann nicht mehr essen. Ja, ist doch du egal, aber... nicht mehr anziehen. Ich muss dir aber ich muss dich in die Kita. Popo abwischen. Was? Wie? Nein, Mama, das geht nicht. Wie willst du das machen ohne Hände? Ja, vielleicht mit meinen Füßen? Nein, das kriege ich nicht hin, das kann ich und noch nicht. Und das wird jetzt einige Wochen dauern. Was? Einige Wochen? Bitte nicht. Dann bin ich ja genau wie Emma. Da werde ich gefüttert von dir, Mama. Kriege ich dann auch so Babyfutter und sowas? Wahrscheinlich schon, Julian. Oh nein, oh Mann, ey. Julian, du bist ein richtiger Pechvogel. Oh Mann. Muss es sein. Ich bin so gespannt, wie Dave die Rose gefallen wird. Er weiß nicht, dass ich komme. Es ist eine richtige Überraschung und er wird sich sicher so freuen. Dave hat ja zwei Hunde. Das hat er mir gar nicht erzählt. Und vor allem Huskies. Ich liebe Huskies. Das hätte er mir ruhig mal sagen können.
Komisch, dass er mir nichts gesagt hat, aber vielleicht wollte er mich auch einfach überraschen, weil er wusste, wie gerne ich Huskies mag. Oh, dann ist Dave, glaube ich. Endlich bist du wieder da. Ich hab dich voll vermisst. Mit wem spricht er denn? Den Teich hast du noch gar nicht gesehen, ne? Der ist neu. Cool. Oh, cool, dass du da bist. Ich freue mich voll. Ich hab dich voll vermisst. Ich dich auch. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Hm. Und jetzt, du bist das ganze Wochenende hier, ne? Ja, ich schlaf auch hier. Ah, oh, das ist super. Sollen wir vielleicht gleich ins Einkaufszentrum? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Wer ist die? Und die war anscheinend schon mal bei Dave. Und ich war noch nie hier. Ich dachte, ich wäre was Besonderes für ihn. Los, komm, wir holen uns gleich auch ein Eis im Einkaufszentrum. Ja, gibst du mir das aus? Ja klar, natürlich. Für dich mache ich doch alles. Du bist der beste Dave. Ich gehe sofort wieder nach Hause und werf diese blöde Rose weg. Hatte Pia wohl wirklich recht? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde die beiden einfach ins Einkaufszentrum verfolgen und beobachten. So, Leonie, das ist hier das Einkaufszentrum von Playmobil City. Aber Dave, warum nennst du mich denn Leonie? Ich mag das nicht so gerne. Ach so, ja, sorry, dein Spitzname, ne? Leo. Ja. Ja, tut mir leid, das hatte ich schon ganz vergessen. Tut mir echt Kein leid. Kein Problem. Aber das ist ja riesig hier. Was reden die da bloß? Die stehen da so lange und so nah beieinander. Wenn ich bloß verstehen könnte, was die sagen. Oh Mann. Ob ich mal Pia anrufe und um Rat frage, was ich machen soll? Ich muss noch näher ran. Ich verstehe die beiden nicht. Ich muss doch hören, was sie da reden. Ich glaube, mein Geld reicht nur für eine Kugel Eis. Kein Problem, Leo. Ich gebe dir ein Eis aus heute. Oh, das ist wirklich lieb, Dave. Ja, ist doch kein Problem. Das ist, glaube ich, ein richtiges Date. Dave gibt ihr sogar das Eis aus. Das hätte ich nie von ihm erwartet. Entschuldigung, aber du standst gerade noch auf meinem Kleid. Was machst du hier? Entschuldigung. Nichts mache ich. Ich gucke mir hier nur die Kleider an. Alles gut. Hier, probier mal, Dave. Das Erdbeereis ist wirklich köstlich. Mmh, lecker. Ja, super. Probier mal hier. Ich habe Vanille geholt. Mmh. Von hier kann ich sie gut beobachten. Das gibt's doch nicht. Die lassen sich immer noch probieren. An ihren Eishörnchen da. Jetzt, das ist ja wie Küssen fast. Jetzt hat Dave ja an dem gleichen Eis geleckt wie sie. Hoffentlich erkennen die mich hier nicht. Ich muss mich doch, glaube ich, ein bisschen weiter hinten verstecken. Hier werden sie mich nicht sehen. Aber ich muss die weiter im Auge behalten. Sollen wir jetzt auf den Spielplatz eigentlich? Ja, total gerne. Da gibt's voll die coole Kletterwand, so eine Klettermauer. Oh. Da helfe ich dir auch. Super. Oh, sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ich hätte einmal gerne diese Blumen. Ich arbeite hier nicht. Die können Sie nicht bei mir bezahlen. Nicht? Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Der Spielplatz ist wirklich toll. Mhm. Und diese Kletterwand, ich weiß nicht, ob ich mich daran traue. Da musst du mir auf jeden Fall helfen. Ja, klar, ich helfe dir. Super. Oh nein, jetzt fasst er sie auch noch an und hilft ihr. Warum kann ich nicht an der Stelle sein? Und, was hat sich bei dir so in letzter Zeit verändert? Ach, nicht so viel eigentlich. Hast du jetzt eigentlich einen Freund? Oh nein, was soll ich bloß machen? Das hätte ich nie von Dave erwartet. Habt ihr das gesehen? Was ist das? Was machen die denn da? Die essen Insekten und essen die Schleim? Ich glaube, die sind in einem Dschungel. Die müssen da so komische Aufgaben machen. Das ist gefährlich. Ja, aber auch... Aber auch irgendwie cool. Ja, voll cool sogar. Kinder, was guckt ihr denn da? Das ist voll eklig, Mama. Das ist aber kein Kinderprogramm. Wir hatten doch Cartoons abgesprochen. Ja, aber Mama, das ist viel cooler. Mach Mann. Das bitte aus. Mach 5 Minuten. 5 Minuten, Mama, bitte. Oh, was treiben die denn da? Das ist ja ekelhaft. Ja, die essen Insekten und so, Mama. Können wir das nicht mal auch essen? Nein, das ich koche sowas bestimmt. Nicht. Nein, Julian. Wir sind in einem Dschungel. Na gut, Kinder, 5 Minuten noch. Aber dann ist Schluss. Okay. Boah, im Dschungel passieren voll die coolen Sachen. Da sollten wir auch mal hin. Da sind auch voll komische Tiere. Ich wette, du traust dich, diese Dinger nicht zu essen. Also ich möchte da nicht hin. Das ist gruselig. Emma, wieso denn nicht? Nein, das ist nicht gruselig. Da kann man Insekten und Schleim essen. Besser geht's doch gar nicht. Das mag ich nicht. Julian hat schon wieder eine große Klappe. Ich wette, du traust dich das nicht, Julian. Ja, ich trau mich auf jeden Fall. Du traust dich nicht. Und Emma traut sich auch nicht. Schade, dass wir keinen Dschungel hier haben. Oh, aber wir haben unser Baumhaus im Wald, oder nicht?
Ah ja, ich habe auch mal davon gehört. Weißt du etwa, wo das ist? Ja, ich glaube schon. Vielleicht können wir da ja morgen mal hin. Also morgen, da gehen wir dann zum Baumhaus. Mhm, genau. Das wird total super. Ich freue mich schon total. Ich freue mich auch, wenn ich euch sehen werde, dass ihr euch nichts trauen werdet. Gar nichts. Was müssen wir dahin mitnehmen? Gute Frage. Also ich nehme mir als Luxusartikel ein paar Süßigkeiten mit. Ich nehme meine Zahnbürste mit. Ich nehme meine Puppe mit. Morgen? Was ist denn morgen? Wir wollen gerne mal morgen zusammen im Wald zusammenspielen. Aha, und... Das ist doch dieses Baumhaus. Und Emma, was ist mit ihr? Auf die passen wir gut auf, die kommt mit. Ach, das finde ich aber toll, dass ihr drei dann so schön spielen ja, wollt. Ja, natürlich, Mama. Finde ich richtig schön, dann kommt ihr mal auf andere Gedanken. Wir passen gut auf, Mama. Super, und jetzt ab ins Bett. Wie wohl Käfer schmecken? Vielleicht wie Nuggets oder wie so ein Burger. Ja, ich glaube schon. Das sieht eigentlich immer ziemlich lecker aus. So wird's wahrscheinlich schmecken. Na, ich schlaf dann jetzt mal und freue mich auf morgen. Und? Seid ihr satt, Hannah, Emma? Noch nicht. Ja, an eurer Stelle... Ich bin eigentlich schon satt. An eurer Stelle würde ich richtig zuschlagen, weil ihr werdet gleich im Dschungel nichts mehr essen. Warum? Ja, ihr werdet keine Insekten essen, ihr werdet euch ja nicht trauen. Ja, Mama, Teller bitte, ich will was essen. Ach Julian, warte doch noch kurz einen Moment. Ihr seid heute Nachmittag wieder zurück, richtig? Ja, bestimmt. Ja klar, Mama, wir kommen heute Mittag wieder. Und der Wald ist doch direkt hinter unserem Haus. Wir hören dich sicher sogar, wenn du rufst. Und ich nehme ja auch mein Notfallhandy mit. Na gut, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und passt gut auf die kleine Emma auf. Ja, natürlich. Ich passe auf Julian und auf Emma auf. Brauchst du gar nicht. Sehr gut, Hannah. Wann sind wir endlich da, Julian? Ja, ich kann nicht mehr laufen, der Rucksack ist schwer. Du hast gesagt, das ist hier direkt ganz in der Nähe und ich habe Mama gesagt, wir sind gar nicht weit weg. Ja, ihr braucht ja nicht direkt Angst zu bekommen. Schaut doch mal nach oben. Und was sagt ihr? Wow, das ist ja riesig. Das habe ich ganz alleine gebaut. Das stimmt doch, Julian. Nein, natürlich nicht. Ich dachte immer, das wäre nur ein Gerücht, dass es hier ein Baumhaus gibt, aber es gibt wirklich eins. Wow. Wollen wir jetzt nach oben? Wie kommt man denn da rein? Komm, ich zeig euch wo. Hey, schaut mal. Oh, ist das schön hier und eine Eule. Ja. Ja. Julian, pst, nicht, dass sie wegfliegt. Warte mal. Hey, Eule. Ach man, Julian, jetzt ist sie weg. Ja, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab sie doch nur gegrüßt. Du hast sie erschreckt. Nein, hab ich nicht. So, jetzt keine Zeit verlieren. Die Prüfung geht gleich los. Die Dschungelprüfung. Mhm. Und jetzt? Als erstes brauchen wir Insekten. Also wir brauchen nur eklige Sachen, oder nicht? Schleim. Schleim? Wo sollen wir denn Schleim finden hier? Suchen. Komm, wir suchen. Ja. Ich habe eine Höhle entdeckt. Und ihr wisst, was das heißt. Was denn? Ja, in Höhlen sind immer so eklige Sachen drin. Und Insekten, ja. Aber vielleicht auch ein Bär. Nein, einen Bären haben wir hier nicht im Wald. Bären. Oder, Hanna? Nein, Bären gibt's hier bei uns nicht. Ja, okay. Wollen wir mal rein? Aber sei vorsichtig. Stoß dir nicht den Kopf. Okay. Stopp. Das ist ja voll eklig. Mascha, da ist bestimmt Regenwasser reingelaufen. Ja, bestimmt. Oh, richtig eklig. Und ich bestimme, dass wir die erste Dschungelprüfung hier machen. Julian muss sich komplett in den Schleim verlegen. Oh, nein. Yeah. Oh. Ja. Julian. Wobei, so schlecht fühlt sich das gar nicht an. Es stinkt aber. Ja, es stinkt so, wie wenn Papa auf Klo war. Aber... Also sonst ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, du hast die Prüfung schon bestanden. Ja, ich habe es doch gesagt, ich bestehe hier alles. Ihr werdet gar nichts bestehen, ey. Doch. So, und jetzt bist du dran, Hannah. Okay. So, jetzt gibt es eine Dschungelprüfung für dich. Und zwar musst du was ganz, ganz Ekliges essen, was die Emma ausgesucht hat. Emma, du musst das suchen. Such was ganz, ganz Ekliges aus. Da wird mir jetzt schon schlecht. Käfer. So, das sind die Sachen, die ich gefunden habe. Wow. Emma, wo hast du die gefunden? Hier im Wald? In der Höhle. Du warst in der Höhle? Ja. Wow, das war echt mutig. Das sind Käfer, die haben auch Namen. Das hier ist Dieter. Kann ich mich jetzt mal umdrehen? Nein, ja, gleich sofort, warte. Das ist Dieter und rechts daneben, das ist seine Frau. Die heißt Hildegard. Okay, cool, dass du den Namen gegeben hast. Die sind echt riesig, Emma, die sind riesig. Hannah, du darfst dich jetzt umdrehen.
Igitt, Emma, wo hast du die denn her? Die sind ja riesig. Aber gut. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde mir jetzt Hildegard vornehmen. Nein! Die sollen nicht gegessen werden. Das sind meine Freunde. Aber wieso denn nicht, Emma? Die Nein, muss Hanna essen. Das sind Dieter und Hildegard. Die kommen mit mir mit nach Hause. Wir wollten doch die Prüfung machen. Nein, aber die dürfen nicht gegessen werden. Gut, okay, okay. Eigentlich bist du auch schon die Mutigste, weil du in der Höhle warst. Ich wollte gerade sagen, das wäre halt nicht die letzte Dschungelaufgabe gewesen. Aber ja, dann hat Emma ja gewonnen heute. Ja! Ich habe mir jetzt ein Video angesehen, Emma. Ich weiß jetzt, wie ich dich schminken kann. Ja? Bekomme ich auch Lippenstift? Ja, klar. So, als erstes kriegst du... Hey, was macht ihr da? Ich schminke Emma. Hanna macht mich schön. Oh, das ist langweilig. Ich schminkt euch? Ja. Wieso Sollen wir dich auch schminken? Nein, natürlich nicht. Bin ich ein Mädchen? Das ich schmink Spaß. Mich doch nicht. Das macht gar nicht Spaß. Doch? Also, ich würde das nie machen. Wenn du ein Mädchen wärst, Julian, würdest du das auch machen? Mhm. Wenn ich ein Mädchen wäre... Das war letztens richtig toll, Mia, als du bei mir warst und wir mit unseren Puppen gespielt haben. Ja, das war eine total schöne Tea Party. Warum war eigentlich Julia nicht dabei? Ja, stimmt, Julia. Warum warst du eigentlich nicht dabei? Julia? Wer ist Julia? Ich bin nicht Julia! Oh, wow, warum habe ich so eine Stimme? Was ist mit meiner Stimme los? Natürlich bist du Julia. Nein, ich bin nicht Julia. Ich bin Julian. Was ist mit meiner Stimme nur los? Das ist... Wow, 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 Was wow, ist wow. denn mit Julia wo, heute los? Wo ist hier ein Spiegel? Ich Vielleicht muss schnell hat zum sie Spiegel. Fieber. Ich muss kurz zum Spiegel. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Das bin ich doch gar nicht. Und warum habe ich immer noch so eine Stimme? Aber ich muss schon sagen, ich bin ein echt hübsches Mädchen. Was ist los mit dir, Julia? Geht's dir nicht gut? Du hast gerade geschrien. Natürlich geht's mir nicht gut, ich bin ein Mädchen. Du verhältst dich total komisch, aber sicher bist du ein Mädchen. So wie wir beide auch. Nein, ich bin eigentlich kein Mädchen. Sonne? Ich bin Junge. Das kann doch gar nicht sein. Komm, Julia, wir machen dir erstmal schöne Zöpfe. Das ist total entspannend. Zöpfe? Nein, ich will keine Zöpfe. Komm, setz dich mal hier auf den Stuhl. Och, nö. Julia, sollen wir dir einen Fischgrätenzopf, einen Wattenzopf? Oder vielleicht einen ganz normalen Pferdeschwanz machen. Ich möchte keinen Fisch essen und ich mag auch keine Pferde. Und ich möchte keine Zöpfe. Ich glaube, besonders schön würde bei dir der Fischgrätenzopf. Nein, ich möchte gar nichts. Ich möchte eigentlich kurze Haare. Lass mich einfach in Ruhe. Oh Mann, ich muss auf Klo. Ich brauche ein paar Sekunden für mich alleine. Kann doch nicht sein, ey. Oh Mann, ich verstehe Julia heute einfach nicht. Sie lässt sich sonst immer so gerne die Zöpfe flechten von uns. Ich verstehe auch nicht, was los ist. Sie verhält sich so komisch. Vielleicht hat sie irgendwelche Probleme. Hey, Julia. Hey, ist was? Was machst du da? Ich bin auf Klo. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht reden, wenn ich auf Klo bin. Aber das ist doch das Jungenklo. Ja, ja und? Ich muss doch aufs Jungenklo, oder nicht? Du bist doch ein Mädchen. Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Das verstehe ich nicht. Wenn ich rede, kommt diese Stimme. Und wenn ich in meinen Gedanken bin, ist es meine normale Stimme. Bestimmt weiß Brigitte, was los ist. Brigitte? Ja? Was ist, Julia? Jetzt sagst du auch schon, Julia. Du kennst mich doch schon so lange. Und ja. Auch wenn ich manchmal nerve und viel Unfug mache. Wovon redest du, Julia? Du bist immer lieb und nett. Ah, du verstehst mich doch. Ich habe so ein riesiges Problem. Kannst du mir nicht helfen, bitte? Julia, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Wir klären das alles in einem Sitzkreis. Kommt alle zusammen. So, meine Lieben. Und zwar haben wir uns jetzt hier versammelt, weil Julia hat heute einen schlechten Tag. Ihr geht's heute nicht so gut und ich dachte, wir können jetzt alle was ganz Liebes zu der Julia sagen, damit sie etwas besser geht. Hm, wer möchte Liebes? Anfangen? Ich werde als erstes was sagen, denn Julia ist eine meiner allerbesten Freundinnen. Also, Julia, es tut mir leid, dass du letztens bei der Tea Party nicht dabei warst, als wir mit unseren Puppen gespielt haben. Sarah, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Ich bin nicht Julia, ich bin Julia, habe ich euch eben schon gesagt. Aber Baby Born hat dich auch total vermisst. Baby Born, ich spiele nicht mit Baby Born. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich habe eben Julia, als sie auf der Jungentoilette war, ein bisschen geärgert. Das tut mir leid, ich war da auch schon mal drauf. Das ist nicht schlimm, Julia. Ich muss doch auf die Jungentoilette, ich muss nicht auf die Mädchentoilette. Brigitte?
Darf ich was sagen? Was ganz, ganz Wichtiges. Aber sicher doch. Ich möchte mal kurz zu Julia. Ich muss ihr was sagen. Also Julia, ich wollte dir schon ganz lange etwas erzählen. Und was? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du bist nicht das hübscheste Mädchen hier in der Kita. Oh, endlich, endlich versteht mich einer. Du bist das hübscheste Mädchen von ganz Playmobil City. Nein, bin ich nicht. Brigitte, ich möchte Julia ganz gerne umarmen. Das darfst du sicher tun, oder Julia? Hast du was dagegen? Nein! Was ist denn los, Julian? Du bist heute echt wieder komisch. Ich bin nicht Julia? Ich bin kein Mädchen? Nein, ne, oder? Hä? Hast du gerade mit offenen Augen geschlafen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gruselig ist das! Ich sag dir nicht, ob ich einen Freund hab, Dave. Hast du denn eine Freundin? Das sag ich dir doch jetzt nicht, ob ich eine Freundin habe. Was? Ich würde nie meine Gefühle für Dave verheimlichen. Warum sagt er denn nicht, dass er eine Freundin hat? Dave ist blöd. Mir reicht's. Mein Herz tut mir schon weh. Ich schau mal, ob Pia zu Hause ist. Die wohnt ja hier drüben. Hanna! Komm mal mit, Pia. Ich will dir was zeigen was auf ist dem los? Spielplatz. Reiß mich nicht du so. Du hattest recht. Was ist los? Guck, Pia, da ist Dave mit einem anderen Mädchen und ich habe gesehen, wie er ihr ein Eis ausgegeben hat. Und er hat nicht gesagt, dass er eine Freundin hat, also mich. Was? Von vornherein habe ich es geahnt. Dave, dem kann man nicht trauen. Der geht dir fremd. Der ist so blöd. Wer ist das Mädchen überhaupt? Ich habe die noch nie hier gesehen. Ich glaube, Leonie heißt sie. Was für ein doofer Name. Leo, ich brauche eine Pause, Ich muss mal kurz pinkeln. Echt? Ja, ich gehe da hinter die Wand da, hinter die Kletterwand, hinter den Klettersteinen da. Ach Dave, du bist echt eklig. Ja, was denn? Soll ich denn jetzt nach Hause gehen? Das dauert voll lange, bis ich dann wieder hier bin. Das geht gar nicht. Also ich komme gleich wieder. Hey du, bist du Leonie? Ja, wieso? Man nimmt nicht anderen Mädchen den Freund weg. Du bist... Wovon redest du? Du bist blöd. Hä? Also wirklich, Leonie, komm runter da von diesem Karussell. Wir haben was zu bereden mit dir. Wer seid ihr überhaupt? Wer seid ihr überhaupt? Ich kenne euch gar nicht. Was wollt ihr von mir? Du Freundklauerin! Ja, Leonie. Also, das macht man nicht. Hast du gar keinen Anstand? Du kannst doch nicht einfach der Hanna den Freund klauen. Ich weiß echt nicht, was ihr von mir wollt. Ich habe einen Freund, der heißt Daniel und der wohnt im Playmobil Country. Daniel, so ein Quatsch. Dave heißt der. Und den nimmst du mir nicht weg. Dave? Du lügst doch. Ich hab euch doch gesehen. Nein, ich lüge nicht. Hanna, was machst du denn hier? Also das ist ja toll. Dave, dass du dich überhaupt noch hier hintraust. Du hast echt Nerven. Du Betrüger. Warum Betrüger? Meinst du die letzte Mathearbeit? Was stimmt nicht mit da dir? Da wusste ich nur eine Aufgabe nicht. Deswegen hatte ich den Spickzettel dabei. Du brauchst gar nicht so unschuldig tun, Dave. Ja, was denn? Du bist hinterhältig. Au, oh, Pia, ich wusste schon immer, dass du voll das brutale Mädchen bist. Warum hey, machst du das? Du kannst nicht einfach meinem Cousin eine reinhauen. Cousin? Ja! Oh, Pia, ey, das kriegst du noch zurück. Ich verspreche es dir. Dave, ist Leonie gar nicht deine Freundin? Nein, natürlich nicht. Nein, bin ich nicht. Du bist doch meine Freundin. Aber, Hanna, ich hätte das von dir echt nicht erwartet. Warum vertraust du mir denn nicht? Also das finde ich jetzt echt doof. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von dir. Tut mir leid, Dave. Ah, nein. Komm, Leo, wir gehen jetzt. Ja, die Leute hier in Playmobil City sind wirklich komisch, Dave. Ja, besonders Pia. Hey, ich meine, du hast es verdient, so oder so. Ich kann dich einfach nicht leiden. Ja, wir gehen jetzt. Komm. Oh Mann, das hätte ich... Ich wusste doch selber nicht. Oh, ich habe Dave nicht vertraut. Mach dir nichts draus. Dave ist sowieso nichts für dich. Wir sind bestimmt jetzt nicht mehr zusammen. Sei doch froh. Dann haben wir mehr Zeit für uns, als beste Freundinnen. Ach, Pia, warum musst du immer so brutal sein? Warum hast du ihn direkt gehauen? Ich wollte das alles nicht. Jetzt habe ich Dave verloren. Wie kann ich ihn bloß zurückgewinnen? Habt ihr eine Idee? Oh Mann, seitdem meine Arme gebrochen sind, kann ich gar nichts mehr machen. Oh.
Ich kann nicht spielen, ich kann keine Spielzeuge klauen von Emma oder Hannah. Ich kann nicht alleine auf Klo, ich kann nicht mehr popeln. Gar nichts geht mehr und jetzt muss ich hier auf diesem doofen Skateboard sitzen. Das kann ich noch nicht mal mehr erfahren, weil es viel zu gefährlich ist. Hat zumindest Mama gesagt. Sollte ich es probieren? Nee, lieber nicht. Julian, guck mal. Was denn? Papa hat mir gezeigt, wie man High Five macht. High Five? Ja, mach mal. Nein, kann ich gar nicht. Das geht doch nicht. Und kannst du das? Was machst du da? Ich steck meinen Finger in dein Ohr. Was ist das denn? Wer hat dir das denn beigebracht? Papa, ich war das nicht. Papa hat gesagt, das ist ein feuchter Fuzzi. Julian. Emma, lass mich in Ruhe. Wollen wir Fahrradfahren üben? Nein. Ich wette, ich kann vor dir Fahrrad fahren. Du kannst ja nicht mal den Lenker halten. Emma, raus jetzt. Du bist ein richtiges Baby. Du bist ein Baby. Hannah, was ist? Also Mama hat gesagt, wenn du jetzt nochmal auf Toilette musst, dann musst du Bescheid sagen, weil... Ich muss jetzt auch auf Klo. Soll ich Mama rufen? Ich soll dir helfen. Was? Nein, das geht nicht. Du kannst mir nicht helfen. Nein, das geht nicht. Oh, dann gehe ich nicht auf Klo. Ist mir egal. Wann kommt deine Mama wieder? Dann helfe ich dir eben nicht, Julian. Mama ist kurz einkaufen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, dann warte ich halt. Dann leih dir doch eine Windel von Emma. Emma! Nein, ich will keine Windel. Oh, lass mich in Ruhe. Und jetzt fängt auf einmal an, ganz schlimm mein Rücken zu... Das kratzt so. Soll ich dir helfen und dir deinen Rücken kratzen? Nein, mir soll keiner helfen. Ich krieg das schon selber hin. Oh, lass mich einfach in Ruhe. Ja, du hast es so gewollt. Dann viel Spaß. Super. Wie soll ich mich jetzt nur selber kratzen? Hätte ich mal Hannah nicht weggeschickt. Aber die nerven heute alle so. Ich hab's. Ich versuch's mal hier an der Wand. Oh, das tut gut, das tut gut. Julian, kann ich was mitmachen? Denn? Bei was? Ich bin auch ein Bär und schubber mich am Baum. Ich bin kein Bär. Ich kann mich sonst nicht kratzen. Mama hat gesagt, wir dürfen nicht an die Tapete gehen. Da geht die Farbe ab. Ich darf auch nicht an die Tapete malen. Aber ich mal doch gar nicht. Es geht nicht anders. Emma, verschwinde jetzt. Was ist denn hier schon wieder los? Gar nichts. Emma nervt wieder ein bisschen. Du nervst auch, Julian. Nein. Und Julian, was hast du denn da im Gesicht? Wo, was denn? Ausschlag. Wo habe ich einen Ausschlag? Ein Pickel, glaube ich. Ein Pickel? Heißt das, ich bin in der Pubertät oder sowas? Das sieht total komisch aus, Julian. Ich hab jetzt schon die ersten Pickel. Oh, ich bin cool. Geh mal lieber ins Badezimmer und wasch dir das ab. Nö, wasche ich mir nicht ab. Ich guck mir das mal an. Was ist das nur? Und wasch mal das ab, Julian. Nee, jetzt fängt es an zu jucken. Warum juckt das jetzt so auf einmal? Das sind die Windpocken. Was? Windpocken. Das hatte ich auch früher mal, als ich noch so klein war wie du. Oh Gott, Julian, du hast es jetzt schon im ganzen Gesicht. Oh nein, es juckt auch jetzt im ganzen Gesicht. Oh, das ist so schlimm. Hilf mir bitte. Ich kann mich doch nicht kratzen. Wir dürfen das nicht anfassen. Das ist bestimmt ansteckend. Oh nein. Ich kann kratzen mit der Klobürste. Das ist eine gute Idee. Nein, das machen wir nicht. Komm, Emma, komm lieber mit mir mit. Wir holen Mama. Dann ruft Mama bitte, ja. Mama, hilf mir, was bitte. Was soll denn das Geschrei? Was ist los? Oh, guck mich doch mal nur Julian, an. Julian, schau mal, wie Julian aussieht. Ja, Mama, ich glaube... Was hast du denn? Hannah sagt, ich habe Windpocken, aber ich glaube, das sind Pickeln. Ich glaube, jetzt kann ich langsam den Fahrradführerschein machen. Aber es juckt irrsinnig. Es juckt? Und ist dir auch heiß? Ja, ein bisschen. Dann hast du bestimmt auch Fieber. Ja, kleines bisschen, glaube ich. Oh, wir wechseln schnell deine Klamotten und dann ab ins Bett mit dir. Okay, kann ich nicht baden, Mama? Nein. Mama, mir ist auch voll heiß und ich habe auch schon Badeklamotten an. Kann ich nicht einfach ins Swimmingpool? Nein, Julian, noch nicht mit Fieber. Und denk doch mal an deine Gipsarme. Ach ja, stimmt, richtig. Ab ins Bett mit dir und ruh dich schön aus. Oh Mann. Julian, ich habe die Toilettenbürste, die Klobürste habe ich jetzt super, schon. Super, Emma. Los Dann kann geht's. Ich dich kratzen. Mhm. Hi Sarah, hi Mia, alles gut bei euch? Wie geht's dir denn? Oh, ihr seht's ja, mir geht's eigentlich super. Ich war die letzten Tage ja nicht da, ich hatte die Windpocken. Du bist auch echt ein Pechvogel. Mhm. Erst die Arme und dann auch noch Windpocken. Ja, und ich durfte nicht kommen, Mama hat mir es nicht erlaubt. Hallo Herr Vogel, schön, dass Sie wieder da sind. Warum Herr Vogel? Ich heiße doch Julian. Ach, war nur Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich auch, Brigitte. Und alle anderen freuen sich natürlich auch aus der Kita. Ich freue mich auch irrsinnig. Können wir uns ganz kurz zu zweit unterhalten? Okay, ist denn irgendwas? Habe ich irgendwas gemacht? Nein. Ich bin doch gerade erst gekommen.
Komisch, was hat Julian wohl schon wieder ausgefressen? Das frage ich mich auch. Sie schien auf jeden Fall ernst zu sein. Man sagt doch nicht sonst Herr Vogel. Das sagt meine Mama immer nur, wenn ich irgendwas ausgefressen habe. Und Julian ist gerade mal ein paar Minuten da und schon hat er wieder was angestellt. Brigitte, was ist denn? Ich bin doch gerade erst eben gekommen. Ich habe doch nichts gemacht. Ich mache hier keinen Unsinn. Du hast auch nichts gemacht. Ich wollte einfach mal unter vier Augen mit dir reden. Das müssen die anderen nicht mitbekommen. Was ist denn? Und zwar, also wir können ja auch ein bisschen leiser reden. Okay. Deine Mama hat mir gesagt, dass du natürlich jetzt auch ein paar Probleme hast mit deinem Gipsarm. Ja. Und wenn du auf Toilette musst, was? Also groß oder klein, dann sag einfach Bescheid, dann helfe ich dir. Nö, nein, bitte nicht. Weil alleine kannst du ja nicht Popo abwischen. Ich schaff das schon, bitte. Nein, Julian. Oder möchtest du lieber, dass das Sarah und... Nein, psst. Nichts sagen. Ja, siehst du. Okay, also, ich sag dir immer Bescheid. Okay. Aber ich hoffe, ich muss heute nicht auf Klo. Ach, wir werden sehen. Was war denn, Julian? Ach, nichts. Brigitte wollte nur wissen, auf welche Schule ich gerne gehen möchte später nach der Kita. Ja, hat sie das euch noch nicht gefragt? Nein, aber... Also, ich frag mich ja was, Julian. Wenn du mal auf Toilette musst, wie machst du das? Wie auf Toilette? Was meinst du denn jetzt gerade damit? Wenn du groß musst, dann musst du dir doch den Hintern abwischen. Wie geht das? Das ist doch kein Problem. Ich hab da eine ganz, ganz besondere Technik. Die kennt ihr nicht. Das kennen nur Leute, die schon mal einen Gips hatten. Dafür gibt's im Internet so Tutorials und so. Aber das könnt ihr nicht wissen. Erzähl doch mal. Nein, ich hatte noch nie einen Gips. Nein, das müsst ihr jetzt nicht wissen. Erzähl ich euch ein anderes Mal. Vielleicht, wenn ihr auch verletzt seid. Und ich dachte schon, dass Brigitte dir den Po abwischen muss. Ach, nein, was denkst du denn? Niemals. So, ihr Lieben, jetzt gibt's eine kleine Frühstückspause. Ich habe auch schöne Säfte für euch. Einmal Apfelsaft und einmal Kirschsaft. Oh, gut, ich nehme Kirschsaft. Schmeckt gut. Ja? Was trinkt ihr denn? Apfelsaft? Ich habe auch Apfelsaft. Also, ich habe hier Kirschsaft. Der schmeckt eigentlich auch gut, aber Kirschsaft schmeckt nicht so. Der schmeckt ein bisschen anders. Kirschsaft ist ganz sauer, aber der hier irgendwie nicht. Zeig mal her, Julian. Oh ja, ich sehe. Julian, du hattest recht. Das ist kein Kirschsaft, das ist Pflaumensaft. Den habe ich irgendwie verwechselt, da habe ich mich vergriffen. Der gehört eigentlich meinem Mann. Den trinkt er ab und zu, wenn er Verdauungsprobleme hat. Aber nicht so schlimm, Julian. Du hast ja nicht viel davon getrunken. Oh, Verdauungsprobleme? Und wenn du auf Klo musst, du weißt ja Bescheid. Pflaumensaft? Oh. Papa trinkt auch immer morgens Pflaumensaft, wenn er nicht auf Klo kann. Und dann ist er immer für eine halbe Stunde auf dem Klo. Und das riecht dann ganz komisch, wenn er wieder rauskommt. Oh Mann, ich glaube, das kann nichts Gutes heißen. Oh Mann, ey. Julian, möchtest du gar nicht spielen? Was denn? Spielen? Nein, ich mache mir gerade darüber Gedanken, auf welche Grundschule ich später gehen will. Ach Julian, Mann. Bestimmt, weil du die Puppen nicht greifen kannst mit deinen Händen, ey. Oder? Oder was ist das? Ja, genau deswegen. Also, ich mache mir keine Gedanken über die Schule. Julian, was denn? Hast du gepupst? Nein, ich pupse doch nicht. Ich mache sowas nicht mehr. Nicht seit der Überflutung. Also, ich mache das nicht mehr. Ich muss jetzt auch weg. Ich muss mit Brigitte reden. Und zwar, auf welche Schule ich jetzt gehe. Das ist ganz wichtig. Ach, Julian, wir wollten das besprechen. Das ist doch eine Ausrede. Ja, doch. Ich muss das jetzt besprechen. Bis du gleich. Du, Brigitte. Ah, was ist? Es ist höchste Eisenbahn. Oh, ja. Kannst du mir bitte helfen? Ja. Oh. Brigitte, das war der Pflaumensaft. Warum hast du den mitgebracht? Ach, Julian. Oh. Mach dir keine Sorgen. Puh, das mieft aber ganz schön. Puh, grundgütiger Julian. Puh, mir ist schon ganz schwindelig. Was ist denn? Ach so, ja. Der Kreislauf macht das nicht mit. Oh, tut mir leid. Ja, das war der Pflaumensaft. Tut mir echt leid. Und auf welche Schule gehst du jetzt, Julian? Wie auf welche Schule gehe ich jetzt? Wolltest du doch mit Ach so. Sprechen? Ach so, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt auf die Baumschule oder sowas. Ja. Hä? Die Baumschule, kennt ihr die nicht? Da bei dem Playmobil-Rathaus. Brigitte, was ist los? Wieso? Was soll das sein? Irgendwie, ist dir schlecht? Ja, Brigitte, ist dir schlecht? Ich bin ganz kurz, aber jetzt geht's schon wieder, danke. Ja, okay. So ein Geruch, den habe ich in meinem Leben noch nicht wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, dass ein Kind zu sowas fähig ist. Boah, ich muss, glaube ich, erstmal einen Schluck trinken. Mir ist ganz komisch. Oh Mann, mein Bauch. Sarah, Mia, ich muss leider jetzt noch mal weg. Schon wieder? Ja, ich muss... Wieder wegen der Schule? Ja, genau, ich muss telefonieren. Die Schule hat wohl angerufen und die wollen jetzt persönlich mit mir reden. Oh Mann, Julian, du bist echt komisch heute. Ja, nein, das ist einfach so. Ihr werdet das die nächsten Tage auch noch erleben. Die rufen euch bestimmt auch noch an. Ich muss jetzt los. Mann, der Julian ist echt komisch heute. Ja, vielleicht hängt es noch mit seinen Windpocken zusammen. Vielleicht hat er das nicht ganz auskuriert oder so. Der redet so wirres Zeug. Ja, was für eine Schule. Wir sind in der Kita. Mann,
Riechst du das? Oh, was ist das? Oh nein, ich konnte es nicht aufhalten. Oh Mann, ey. Brigitte! Oh nein, schon wieder eine Toilettenüberflutung. Puppenwagen können wir die Puppe richtig schön spazieren fahren. Ja, darf ich auch mal? Ja klar, wir wechseln uns ab. Belli, Belli, Bella, jetzt fahren wir nach Hause. Belli, Belli, Bella. Wir sind doch schon zu Hause, Emma. Egal. Belli, Belli, Bella? Eher Balla, Balla oder was, Emma? Was macht ihr schon wieder da? Wir spielen Puppen mit Bella. Mit unserer Puppe. Ihr spielt immer so Mädchenzeugs. Das macht doch gar keinen Spaß. Spielt mal was anderes. Was denn? Ja, weiß ich nicht. Spielt mal Jungssachen oder keine Ahnung. Was würde ich denn machen, wenn ich ein Junge wäre? Ja, überleg mal. Wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich... Hey Jungs, ich bin's, Hannes. Hannes, das wissen wir. Warum musst du das immer wieder sagen? In letzter Zeit bist du echt komisch drauf, muss ich sagen. Na toll, wenn ihr mich doof findet, gehe ich eben zu den Mädchen. Hey Pia, cooler Rock. Ich glaube, das würde eigentlich ein Junge nicht sagen, aber Cooler Rock? Als wenn du irgendwas von Mode verstehen würdest. Veräppeln kann ich mich selber. Ich wollte dich nicht veräppeln, Pia. Oh, das war echt cool, Hannes, was du da Pia für einen Spruch reingedrückt hast. Spruch reingedrückt? Ja, genau. Ja, findest du, dass das cool war? Ja, natürlich war das cool. Oh, Dave, du bist so cool. Ja, ich weiß. Ich glaube, du bist mein allerbester Freund. Allerbester Freund? Wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Aber gut, wenn du meinst. Oh, Dave, ich möchte dich wirklich gerne umarmen. Was mit dir denn los, Hannes? Ich möchte dich jetzt aber gerade nicht umarmen. Oh Mist, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Irgendwie kommt das alles nicht so richtig an bei den Jungs. Wenn ich ein Junge wäre, was würde ich dann machen? Ich glaube, bisher habe ich mich noch nicht richtig verhalten. Ich habe eine Idee. Hey Jungs, ich habe eine gute Idee. Lust auf einen Rülps-Wettbewerb? Oder Furz-Wettbewerb? Ja, genau das wollen wir hören, Hannes. Hey Hannes! Hör mal ganz kurz zu. Zuhören? Du kannst meinem Furz mal hier zuhören. So ein Blödsinn wollte ich immer schon mal sagen. So, liebe Kinder, es geht direkt los. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht und bereit. Wer möchte denn mit der ersten Aufgabe anfangen? Hannes, hier vorne? Ich habe meine Hausaufgaben heute vergessen. Wie bitte? Ich habe die Hausaufgaben nicht dabei. Die hat meine Katze aufgegessen. Hannes, das ist aber eine ganz schlechte Ausrede. Du hast doch sonst immer die Hausaufgaben dabei. Was stimmt denn nicht mit dir? Soll ich mal deine Eltern anrufen? Nein, wir Jungs machen doch nie Hausaufgaben. Das glaube ich aber nicht. Dave hat doch bestimmt auch nicht die Hausaufgaben. Hannes, nein, ich habe natürlich die Hausaufgaben. Sag mal, was ist mit dir los heute? Also an Dave solltest du auf jeden Fall ein Beispiel nehmen, Hannes. Ja, danke, danke. Hannes, ich verstehe dich nicht. Oh Mist, ich dachte, Jungen hätten die Hausaufgaben. So, Kinder, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen. Hey, Dave, was machst du heute Nachmittag? Wollen wir uns vielleicht verabreden? Ich glaube, ich habe keine Zeit. Wieso, was wolltest du denn machen? Wir könnten ja zusammen Fußball spielen. Ach so, können wir morgen aber gerne machen. Okay. Hey, Pia, warte mal kurz. Was ist denn? Ich habe einen richtig coolen neuen Puppenwagen, den kennst du noch gar nicht. Ein was? Oh Mist, ich glaube, jetzt habe ich mich blamiert. Ach nichts, Pia, ich habe mich vertan. Tschüss. Alles. Okay, Dave, dann bis morgen, ich freue mich schon. Ja, bis morgen dann, Kumpel. Alter, was ist mit dir los? Du bist heute echt komisch, Hannes. Oh, tut mir leid. Oh, ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, das hätte ein Junge jetzt nicht gemacht. Ich wäre so gern wieder Hanna und nicht mehr Hannes.
Kinder, jetzt seid mal kurz leise. Ich muss meine Serie gucken. Och, Mama, das ist so langweilig. Da passiert gar nichts. Können wir nicht Cartoons gucken oder sowas? Nein, können wir das auch nicht ansehen. Mann. Gleich wird's spannend. Psst. Wieso spannend, Mama? Gleich küssen sie sich. Jetzt ist Ruhe. Mir reicht's. Ich mag die Serie nicht. Ich gehe jetzt. Was ist denn los, Hannah? Du guckst doch sonst immer so gerne. Das stimmt gar nicht. Ich mag das nie. Also, ich guck das nie. Ich mag das nicht. Siehst du, Mama? Hannah will gar nicht sitzen bleiben. Ich mag diese Serie auch nicht. Sie mag bestimmt auch Cartoons. Julian, jetzt sei mal still. Oh, Mann, ey. Martin, sag du doch mal was. Also, ich find's auch nicht so toll, Claudia. Ach, ich guck das jetzt zu Ende. Mann, ich kann mir das nicht ansehen. Ich muss immer an Dave denken. Dieser eine Schauspieler sieht auch noch so aus wie er. Was war das bloß da vor ein paar Tagen? Bin so traurig. Hanna, das war echt toll. Du bist ein Vorbild für mich. Endlich ist mal jemand gegangen und wollte sich diese Serie nicht angucken. Ja, Hanna, jetzt gucken wir das nicht mehr. Das hast du echt toll gemacht. Also ich mag diese Serie auch nicht. Und dieser eine Schauspieler, der sieht voll doof aus. Also ich mag das gar nicht. Lass es doch. Geh doch einfach raus. Wir können auch Cartoons gucken, Hanna. Hanna, so schlimm ist es doch nicht. Wir können ja Cartoons gucken. Ich wette, Mama schaltet um, wenn du so traurig bist. Sei doch bitte nicht so traurig. So schlimm ist das doch nicht. Lass mich in Ruhe. Hanna, meine Kleine, das hast du echt toll gemacht. Endlich bietet mal Mama jemand hier Parole. Ich trau mich da nicht. Das hast du echt gut gemacht. Also ich möchte diese Serie auch nicht mehr schauen. Ich bin stolz auf dich. Wir gehen nach unten wieder. Ja, komm. Hanna, 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 Hanna. Lass mich endlich alle. Raus hier, raus mit euch. Warum? Oh, Hanna, so schlimm ist die Serie doch gar nicht. Übertreib doch jetzt nicht. Du bist gemein. Oh Mann, ihr seid gemein. Raus. Endlich sind alle weg. Mann, das muss wohl Liebeskummer sein. Ich bin so traurig. Mama, das ist alles deine Schuld. Was ist denn los, Emma? Das ist alles deine Schuld. Hanna weint jetzt, weil sie ihre Serie nicht gucken konnte. Nur wegen diesem blöden Custard. Ich wollte das auch nicht sehen. Ach, Emma, das wird schon nicht so schlimm sein. Soll ich mal hochgehen zu Hanna? Ja, tröste sie. Ich gehe mal eben jetzt hoch zu Hanna und guck, was los ist. Ah, da steht ja jemand vor der Tür. Ist das Dave? Hey Dave, hast du dich nicht getraut zu klingeln? Hallo Frau Vogel. Ja, doch, aber ich habe irgendwie die Klingel nicht. Bist du mit Hanna verabredet? Ich wusste davon gar nichts. Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt spontan gekommen. Ach so, ich wollte mal Hanna sehen. Ich wollte mal mit ihr reden, quatschen. Ach Dave, Hanna ist gerade nicht so gut drauf. Aber komm mal mit hoch. Okay. Ich bin Emma, ich bin die Schwester. Hi, kleine Emma. Und ich bin Dave. Ich sag dir eins, wenn du Hanna zum Weinen bringst, okay, dann verklopp ich dich. Nein, danke. Ich habe letztens schon eine Kloppe bekommen von einem Mädchen. Nein, danke, Emma. Ich werde schon nichts machen, versprochen. Gut. Emma, das will ich aber gerade nicht gehört haben. Du kannst doch nicht so unfreundlich sein zu unserem Gast. Mensch, verprügeln? Sowas gehört sich nicht. Oh Mann. Hey, Hanna. Dave, du hier? Hallo! Hi! Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Ich hab gehört, du bist ein bisschen schlecht gelaunt heute. Ach, jetzt nicht mehr. Jetzt bist du ja da. Es tut mir so leid, Dave, was da letztens passiert ist. Ach so, ja. Deswegen bin ich auch heute hier, Hanna. Ich wollte mal mit dir quatschen. Wollen wir uns wieder vertragen, Dave? Ja, klar. Ich will mich mit dir vertragen, aber... ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, das ging letztens echt schon ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Also, es war schon echt krass. Kann ich dich umarmen, Dave? Wieso? Nein, ich möchte dich jetzt nicht umarmen. Wir wollen doch reden, Hanna. Also, und zwar beim letzten Mal. Das war ein bisschen zu viel. Ja, das tut mir leid, Dave, aber das war doch die Schuld von Pia. Nein, das meine ich gar nicht. Also, das von Pia, das habe ich ja erwartet. Also, ich kenne die ja nur so. Die ist ja echt brutal. Aber dass du mir nachspioniert hast und mir nicht vertraust, also, das finde ich echt ein bisschen heftig. Ich hatte einfach Angst, dass du ein anderes Mädchen, dich mit einem anderen Mädchen verabredest. Das würde ich niemals machen. Und wenn du mich kennst, dann wüsstest du, dass ich das auch nicht machen würde. Ich will mich auf jeden Fall mit dir vertragen. Aber ich wäre dafür, dass wir uns vielleicht nicht mehr so häufig sehen, außer in der Schule. Und vielleicht setzen wir uns auch wieder auseinander. Warum, Dave? Das war jetzt einfach zu viel. Tut mir leid. Und das wollte ich dir einfach nur jetzt sagen. Und mehr auch nicht. Ich lasse dich wieder alleine. Halt, Dave! Machst du etwa mit mir Schluss? Ja, genau. Ich mache mit dir Schluss. Das kannst du doch nicht machen, Dave! Du bist der tollste Junge, den ich je kennengelernt habe. Das kann sein. Hanna, wir sehen uns in der Schule. Ciao! Nein, Dave! Kann doch nicht wahr sein. Ich habe Dave verloren.
Warum war ich nur so? Was soll ich denn jetzt machen? Wie kriege ich ihn nun wieder zurück? Ich will wieder mit Dave zusammen sein. Ja, ich vermisse dich auch, ich vermisse dich auch. Ich glaube, ich muss aber auflegen langsam. Aber, nein, leg du als erstes auf. Oh nein, leg du doch als erstes auf, bitte. Ja, ich habe doch gesagt, ich vermisse dich auch. Obwohl ich dich jeden Tag sehe, ich vermisse dich voll. Ja, ich bin süß. Ich bin süß? Ich bin doch nicht aus Zucker. Ach, so hast du das gemeint. Okay, jetzt leg aber auf. Du bist auch süß, ja. Mit wem redet er da? Okay, wir sehen uns da morgen, ne? Ja, ich mag dich auch. Wer war da nur dran? Ich möchte das wissen. Mit wem hat er telefoniert? Und wieso süß? Und wieso mag er die? Oder ihn? Ich weiß nicht, wer dran ist. Vielleicht Opa? Nein, mit Opa telefoniert er nicht so. Was ist los, Emma? Du musst... Ich hab was gesehen, also gehört und Julian, der telefoniert und sagt sowas wie süß und ich mag dich auch und bis morgen und so. Hat Julian etwa eine Freundin? Ich weiß nicht, vielleicht. Wir müssen ihn fragen. Julian, mit wem hast du telefoniert? Mit niemandem. Ja, sag schon. Mit Opa habe ich telefoniert. Nein, hast du nicht. Doch, natürlich. Wollte Opa nicht mit uns telefonieren? Nein, der will nur mit mir telefonieren, mit seinem Lieblingsenkel. Du hast gesagt, süß und ich mag dich auch und sowas. Ja, natürlich. Das sagst du Opa aber nicht. Das stimmt bestimmt nicht, Julian, du lügst. Du hast eine Freundin. Opa. Und du hast gesagt, bis morgen, aber morgen sehen wir Opa. Ja, vielleicht sehe ich ihn und vielleicht ist er süß und vielleicht mag ich ihn. Nein, Opa wohnt so weit weg. Das stimmt nicht, Julian. Bestimmt hast du eine Freundin, aber ist doch gar nicht schlimm. Ich weiß, wie schön das ist, einen Freund zu haben. Nein, keine Freundin, nein. Nur noch ein paar Minuten, dann dürfen wir nach Hause. Ja. Werden wir schon abgeholt? Ich denke mal. Also gleich ist es soweit. Hm. Du, Mia, ich wollte dich was fragen. Was denn? Und zwar, willst du heute vielleicht zu mir kommen? Total gerne, Julian. Ich war schon lange nicht mehr bei dir. Cool, ja, auf jeden Fall. Dann kannst du ja direkt nach der Kita zu mir kommen. Ja, aber da muss ich auf jeden Fall auch zu Hause anrufen, ja, oder? Du kannst ja von uns zu Hause anrufen. Mhm. Julian hat mich nicht gefragt, ob ich mit zu ihm komme. Wir haben uns auch schon total lange nicht verabredet. Verabreden sich die beiden und was mache ich heute? Hi Mama, du... Hallo Frau Vogel. Ich wollte dich was fragen und zwar, die Mia wollte heute zu uns kommen. Ich habe sie zu uns gerufen. Ist das in Ordnung oder darf sie nicht? Also, ist das denn schon abgesprochen mit Mias Mama? Weiß ich nicht, Mia? Noch nicht. Also ich wollte eigentlich dann von euch aus zu Hause anrufen. Ja, geht das nicht, Mama? Das machen wir ganz anders, ihr beiden. Ich rufe einfach vom Auto aus an. Da habe ich mein Handy und dann rufe ich sie direkt an. Da muss sie sich nicht extra losmachen. Okay, super. Komm, Mia, wir gehen. Hallo. Julian hat heute die Mia dabei. Die kennt ihr ja schon. Einfach ab ins Spielzimmer mit euch. Ich mache Mittagessen. Julian, ist das jetzt deine Freundin? Ihr seht so süß zusammen aus. Was für Freundin? Wovon redet deine Schwester? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist also Opa. Ihr habt doch gestern telefoniert, du und Opa. Was? Was sehe ich da? Wollen wir zusammen Puppen spielen? Nein, Emma, wir spielen jetzt mit Mia alleine, zu Mia, zweit. Mia, willst du mit uns mitspielen? Ja, ich habe auch so ein... Neuen Puppenwagen, Mia, da können wir mit spielen. Nein, oder Mia, wir spielen lieber zu zweit. Ich möchte dir mein Skateboard zeigen. Puppen spielen klingt eigentlich ganz cool, Julian. Ja, aber können wir nicht erst mit dem Skateboard fahren? Ich will dir das beibringen, bitte. Na gut. So, und ihr beiden nervt bitte nicht. Wir wollen alleine sein. Alleine sein. Ja, aber nicht, dass ihr euch dann in den Kopf beißt. In den Kopf beißen? Emma, was redest du heute nur? Küssen. Nein, ganz bestimmt nicht. Lasst uns einfach in Ruhe. Mia, ich halte dich fest, okay? Das brauchst du gar nicht, Julian. Wieso denn nicht? Ich kann das auch schon ganz gut alleine. Das macht echt Spaß. Ich habe zu Hause auch ein Skateboard. Du hast auch ein Skateboard? Das wusste ich ja gar nicht. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ach, ich muss dir ja nicht alles erzählen. Aber stimmt. Wir können gern mal zusammenfahren. Oh, das wäre cool. Aber dann lieber draußen. Mia ist echt toll. Und jetzt kann sie auch Skateboard fahren. Oh, eine Traumfrau, sagt man das so? Und sie findet mich süß. Und ich finde sie auch süß. Und sie möchte auch nie auflegen, wenn ich mit ihr telefoniere. Oh Mann, das ist super. Julian, haltet ihr etwa Händchen? Lass sofort meinen Bruder los. Sonst gibt's Ärger von mir.
Jetzt geh da runter, sonst hole ich dich da runter. Oh, Emma, was machst du da? Das Skateboard hat Mama gekauft für uns. Ja, aber jetzt ist Mia dran. Nein, nicht für Mia. Emma, Mensch, lass sie doch. Oh Mann, Hannah, sie sind so süß zusammen. Sie sind so süß, wie Dave und ich auch mal waren. Ach nee, Hannah, muss das jetzt sein? Nein, nicht, Hannah. Ach, Julian, mir macht das gar nichts aus mit deinen Schwestern. Ja, tut mir echt leid, also... Nicht so schlimm. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Ich werde mich dran gewöhnen. Ich komme ja jetzt öfter zu dir. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe auch schon was für den Valentinstag für dich gebastelt. Valentinstag? Was ist das denn? Das ist ein Tag im Jahr und da verschenkt man was. Nur denjenigen, die man ganz gerne mag. Ah, okay. Muss ich dann Mama und Papa auch was schenken? Oder dir? Das musst du selber wissen. Ich glaube dir. Ach, so hat sich Hannah bei Dave also gefühlt. Ist das wohl Liebe? Ew!